Lieber Zauner, verehrte Anwesende, bedanke mich zunächst für die freundliche Begrüßung, die Sie mir abends zuteil werden lassen. Ich bin gerne zu Ihnen heute gekommen. Einmal befinden wir uns ja hier auf für die LO und ihre Repräsentanten bekanntem Terrain. Auf der anderen Seite, auch in meiner Zeit als Sprecher, habe ich immer wieder Gelegenheit gehabt, auch zur Jugend zu gehen. Dafür sorgte schon mein ältester Sohn Ellert, der über, denke ich, 6 Jahre stellvertretender Bundesvorsitzender der JLO war. Zunächst eine Vorbemerkung. Ich habe das Thema ein bisschen erweitert. Aufgegeben war mir die Bedeutung des Mauerfalls für die Ostpreußen und die Vertriebenen. Liebe Zuhörer, ich bitte um Verständnis, alles, was ich getan habe für die LO und auch für die Vertriebenen. Ich bin immerhin auch 20 Jahre Vizepräsident des BDV gewesen. Das habe ich alles für Deutschland getan. Für mich ist Deutschland der Überbegriff. Ich bin deutscher Patriot. Ich liebe meine Heimat. Ich liebe meine Heimat. Aber Ostpreußen war eine Provinz des Deutschen Reiches. Und der Provinzialismus in der Bundespolitik ist ja nicht mehr zu übersteigen. So viel machen wir in klein. Also meine Tätigkeit habe ich immer unter dem Aspekt gesehen, Dienst für und Dienst an Deutschland. Und eine weitere Vorbemerkung. Hier steht einer vor Ihnen, der Zeitzeuge war und bis heute hin ist, gerade auch Zeitzeuge für die revolutionäre Umwälzung, die in den Jahren 1987 bis 1993 etwa die Wende im Ostpreußen brachte und für Deutschland die kleine Wiedervereinigung. 87, nein, zunächst mal will ich so sagen. Ich bin 30 Jahre lang Lehrer von Polizeischülern gewesen. Polizeischülern beim Bundesgrenzschutz. Ich habe immer so Klassen zwischen 25 und 30 Schüler gehabt. Alles junge Menschen mit mindestens mittlerer Reife. Manche hatten mittlere Reife und einen Beruf. 17 waren sie alle, die Ältesten waren 22, 23. Und ich hatte dort zu unterrichten Staats- und Verfassungsrecht, Psychologie und nach der Wende auch ein bisschen ausgewählte Beispiele der deutschen Geschichte. Ich habe allen meinen Klassen habe ich immer wieder berichtet, diese Teilung Deutschlands an Werra und Fulda ist völlig unnatürlich. Ich weiß nicht, ob ich es noch erlebe, aber Sie, die junge Generation, wird das erleben. Man kann so eine große Kulturnation wie Deutschland auf Dauer nicht geteilt halten. Das war immer meine Redensart. Die allermeisten dieser jungen Menschen haben mir einen Vogel gezeigt. Aber es gab dann immer auch mal einen, mal zwei. Die waren nachdenklich und nach der Stunde kamen sie dann auf mich zu und sagten, Herr von Gottberg, ist das denn wirklich Ihre Überzeugung? Wir hoffen ja auch noch mal ein bisschen, dass die Bundesrepublik, gemeint war die Altbundesrepublik, noch einmal etwas ihre Grenzen nach Osten erweitern kann. Wir sind ja im Grunde ein Ministaat in Europa geworden. Wir waren seinerzeit mal territorial der zweitgrößte Staat. Ich habe das dann begründet und der eine oder andere hat es ernst genommen, aber wie gesagt, für die meisten war das unvorstellbar. Ich wurde 1987 Vorsitzender der Ostpreußen in Niedersachsen, Vorsitzender der Landesgruppe Niedersachsen. Und von da an im Grunde war mein Weg vorbestimmt. Die Wende, liebe Zuhörer, hat schicksalshaft in mein Leben eingegriffen. Mein Leben wäre ohne die Wende anders verlaufen. Sehr viel ruhiger. Sehr viel mehr Muße für mich persönlich und für die Familie. Es ist anders gekommen. Ich bin darüber nicht traurig. Aber gut 22, 23 Jahre habe ich in ständiger Hektik gelebt.
Wir haben 6 Kinder, die meisten von Ihnen wissen das. Die ältesten 3 haben noch was vom Vater gehabt. Die 3 jüngsten hat meine Frau allein erzogen. Die älteren Geschwister haben geholfen dabei. Sie waren auf eine gute Spur gesetzt und insoweit waren sie dann auch für die Jüngeren ein Vorbild. Es ist gut gegangen, auch aus den Jüngeren. Viele von Ihnen werden Sie ja kennen. Caroline, Johannes, Viktor, aus Ihnen sind ordentliche, strebsame Menschen geworden, die ihr Leben, in ihrem Leben zu etwas gebracht haben, beziehungsweise der Jüngste will es noch zu etwas bringen, aber er hat ein ordentliches Studium gemacht. Ja, insofern also hat diese Wende in mein Leben schicksalshaft eingegriffen. Wie das kam, dazu dann gleich noch etwas Näheres. Ich will auch einzelne Dinge, die vielleicht nicht unbedingt in die Öffentlichkeit gehören, aber die niemanden im Grunde persönlich verletzen, dann hier aus dem Nähkästchen plaudern. Meine Damen und Herren, es gibt viele, viele Ostpreußen, die verdienen das Prädikat redliche Ostpreußen. Es gibt aber auch Ostpreußen, die habe ich hauptsächlich in Masuren erlebt. Naja, das sind Masuren halt, die floten und ein bisschen unbeständig und neigen dazu, mit der Wurst nach der Speckseite zu werfen. Das alles habe ich erlebt. Ich habe bittere menschliche Enttäuschungen erlebt, so wie ich mir das hätte nie vorstellen können, aber auch große, große Freude und viel Befriedigung und viel Zustimmung. Dankbare Herzen, dankbare Menschen. Und das hat entschädigt. Ich habe mit wachen Augen und nüchternem Verstand die Entwicklung verfolgt und habe sie zu einem ganz kleinen Teil mitgestaltet. So, soweit also diese Vorbemerkung. 1987 trat der Fall ein, den ich eigentlich nicht vorausgeplant hatte, auch nie eintreten wollte. Ich wurde Vorsitzender der Landesgruppe Niedersachsen. Warum? Es war keiner bereit, das zu machen. Damals hatten wir 5 Kinder, das 6. war unterwegs. Ich war bereits in 2 Kommunalparlamenten. Ich hatte einen anspruchsvollen Beruf. Hatte auch die eine oder andere Aufgabe noch in der Großfamilie. Aber dann kam dieser Ruf und ich habe das sehr genau mit meiner Frau diskutiert. Und sie sagte mir dann, naja, weißt du, wenn das so, dir so vor die Füße gelegt wird, dann kannst du dich eigentlich nicht verweigern. So wurde ich dann Vorsitzender und damit auch ständiges Mitglied in der Ostpreußischen Landesvertretung. 1987, da zeigte sie sich für die, die analytisches Vermögen hatten, zeichnete sich schon ab, da tut sich in der Zukunft etwas. Ich gehörte nicht zu denen, die dieses analytische Vermögen hatten. Im Nachhinein sage ich Ihnen jetzt nämlich mal ein kleines Stück vom Ende hinweg. Im Nachhinein, wir hatten keine Chance. So wie die Dinge lagen und so wie die Politiker, die uns regierten, gestrickt waren, wir hatten keine Chance, nach der Wende ein Stückchen territorialen Verlust hinter der Oder wieder wettzumachen, geschweige denn Ostpreußen wieder zu bekommen. Aber das verschloss sich damals meinen Augen. Ich kann das vielleicht in der Fragestunde dann auch noch vernünftig begründen. Wir hatten keine Chance. Aber vielleicht war es auch ganz gut, dass man das nicht überblickte, denn sonst hätte man sich ja nicht so in die Pflicht nehmen lassen, wie das ich und auch andere, manchmal ich denke an dich, wie wir das getan haben. Wir hatten Hoffnung. Die Stimmung in diesen Jahren, Aufbruchstimmung, nationales Empfinden, Hoffnung,
auch Illusionen, Enttäuschung, bisweilen Frust. Und das war nicht eine kontinuierliche Kette von Aufbruchstimmung bis zum Frust, sondern das wechselte. Man hatte Erfolgserlebnisse, da war man wieder enthusiastisch, aber optimistisch, dann kriegte man eins drauf, dann war man frustriert, aber es ging immer so weiter. Das waren so die Empfindungen, die ich und viele, viele, insbesondere aus dem vertriebenen Bereich, hatten. Mit dem Honecker-Besuch im Herbst 87 in Bonn zeichnete sich ab, da tut sich was. 1988 war ein deutscher Patriot, MdB, Mitglied des Bundestages, CDU, Bernhard Friedmann. Der mahnte Kohl öffentlich: Lieber Kanzler, vergiss doch nicht den Wiedervereinigungsauftrag des Grundgesetzes. Es wird mal an der Zeit, dass du wirklich mal dich zusammennimmst und nach Moskau fährst und darüber mal mit den Russen sprichst. Denn der Schlüssel liegt in Moskau. Kohl kanzelte ihn ab. Blühender Unsinn. 1988. 1989, am Ende des Jahres 1989, hatte ihn seine Vergangenheit angeholt. Und 1990 versetzte er Bernhard Friedmann aus seinem Bundestagsmandat heraus zum Präsidenten des Europäischen Rechnungshofes. Er wollte den los sein. Er wusste, dass der erinnert mich immer an meine Vergangenheit. Das war 88. Januar 1989. Die CDU legt ein neues Grundsatzprogramm vor. Grundsatzprogramm ist kein Wahlprogramm, sondern Grundsatzprogramm ist ein Programm, was über 10 Jahre gilt. Manchmal auch nur 8 Jahre, aber über mehrere Jahre. In diesem neuen Grundsatzprogramm kam das Wort Wiedervereinigung nicht mehr vor. Die Ostpreußen, aber sicherlich auch, ich habe es nur von den Ostpreußen in Erinnerung, aber ich gehe mal davon aus, die Schlesier und die Sudetendeutschen waren auch dabei. Die haben dann dagegen protestiert, auch anständig, Rabatz gemacht. Und dann wurde ein bisschen Kosmetik an diesem Grundsatzpapier vollzogen. Und dann kam also auch ein kleiner Abschnitt noch über den Auftrag des Grundgesetzes zur Wiedervereinigung hinein. Aber schon, und das begründe ich jetzt, aber schon 1984 war eigentlich klar, die deutsche politische Klasse hatte eigentlich die Wiedervereinigung schon abgeschrieben. Ich habe schon ausgeführt, mir verschloss sich das. 1984 gab es einen großen ostdeutschen Kongress für alle Landsmannschaften im Konrad-Adenauer-Haus in Bonn. Sie wissen, das war die CDU-Parteizentrale. Und es sprach zu dieser großen Menschenmenge der Bundeskanzler. Ich war das erste Mal dabei. Offiziell noch kein Amt. Ich war Stellvertreter in einer Bezirksgruppe. Aber mein Bezirksgruppenvorsitzender war verhindert, dann kam ich dahin. Der Bundeskanzler kam. Er bezeichnete Danzig und Breslau als polnische Städte. 84. Und er meinte, man müsse Verständnis haben. Wir wollen ja die Wiedervereinigung, aber wir wollen auch keine zweite Vertreibung und wir wollen schon gar nicht Menschen vertreiben, die dort nun auch eine Heimat im Osten erworben haben. Also eigentlich doch ganz klar, er blieb im Mainstream, schon 84. Ich war ziemlich fassungslos. Und dann war diese Kundgebung zu Ende und die einzelnen Landsmannschaften, es waren immer die ostpreußische, beziehungsweise die schlesische Landesvertretung, die westpreußische Landesvertretung, die einzelnen Landesvertretungen tagten dann separat. Und dann wurde alles Mögliche gemacht, Regularien, über Geld gesprochen, aber niemand hat einmal eine kritische Nachbetrachtung gemacht über diesen vorangegangenen Vormittag mit dem Bundeskanzler. Ich war Neuling, ich war Greenhorn und ich habe mir immer zur Aufgabe gemacht, wenn ich irgendwo neu bin,
Erstmal geduldig zuhören und eine Meinung bilden. Und dann vielleicht ein bisschen länger dabei ist, dann kann man sich selbst einbringen. Aber hier, ich war sprachlos. Und die Sitzung ging zum Ende, ohne dass man den Vormittag mit des Bundeskanzlers Rede thematisiert hat. Und da habe ich mich gemeldet und ganz vorsichtig gesagt, liebe Landsleute, wir haben heute Morgen ja an dem großen ostdeutschen Kongress mit dem Bundeskanzler teilgenommen. Ich bin fassungslos. Wir wollen doch mal ein wiedervereinigtes Deutschland in den Grenzen von 37, das erklärte Ziel, überall propagiert. Und unser Kanzler redet von polnischen Städten im Oder-Neiße-Gebiet und er thematisiert überhaupt nicht die Lage der Deutschen, die dort geblieben sind. War ja bekannt, dass denen schlecht ging im polnischen Bereich. Über den russischen Bereich hörte man ja nichts, das war hermetisch abgedrückt. Ich sage, das finde ich also nicht in Ordnung. Ich sage, ich kann verstehen, wenn keiner dort im Beisein des Kanzlers etwas gesagt hat. Wir waren Gäste im Konrad-Adenauer-Haus. Und als Gast muss man sich vernünftig benehmen, darf keinen desavouieren. Aber damit so etwas nicht wiederkommt, ich empfehle dringend der ostpreußischen Landesvertretung, niemals mehr wieder Gastrechte im Konrad-Adenauer-Haus wahrzunehmen. Das geht nicht. Wir können gerne den Bundeskanzler einladen und dann ihm auch kritisch begegnen bei entsprechenden Aussagen. Im Konrad-Adenauer-Haus, wo wir Gäste waren, kriegten da sogar ein Mittagessen, da ist das schlecht möglich. Ich bin also fassungslos, dass ich doch heute ein Stückchen von der Denkungsart unseres Bundeskanzlers erfasst habe. Und ich hoffe nur, dass das Parlament, so habe ich dann weiter ausgeführt, dann eine entsprechende Korrektur bei der weiteren politischen Gestaltung wahrnehmen wird. Das war jetzt ein kurzer Rückblick zu 84. Zurück aber zum Jahr 89. 89, viele von Ihnen erinnern sich, fiel dann die Mauer. Und dann stellte sich zunächst heraus, die große Regierungspartei CDU, die immer gegenüber den Vertriebenen auch von der Wiedervereinigung gesprochen hat, gemeint war aber damals auch nur die kleine Wiedervereinigung mit der DDR. Das andere war längst abgeschrieben. Die hatte kein Konzept für diesen Fall. Kein Konzept, es war nichts da. Und dann hat man also, als dann Kanzler in Dresden gesprochen war, das war im Dezember 1989, dann diese riesen Millionen Menschenmenge sah mit wir sind das Volk, da hat er erkannt, das geht weiter, das ist nicht mehr aufzuhalten. Und dann hat er zu seinem Vertrauten Ede Ackermann, der ist gerade vor wenigen Tagen gestorben, graue Eminenz im Bundeskanzleramt, gesagt, du, also damit sind wir nicht durch, jetzt müssen wir doch was unternehmen. Dann wurden auf die Schnelle diese 10 Punkte von Kohl konzipiert, mit heißer Nadel. Und das gab dann einen anständigen Krach, weil Genscher nicht eingebunden war, ging ja gar nicht. Genscher hätte das sicherlich auch noch zerredet. Aber immerhin, da zeichnet sich dann doch die Richtung ab, dass wohl auf die Wiedervereinigung, die kleine Wiedervereinigung hinausläuft. Das war Ende des Jahres 89. 1990 dann, große Hoffnungen, Wahlkampf in der DDR. 17. März 1990, erste freie Volkskammerwahl in der DDR, die von Kohl zusammengezimmerte Allianz für Deutschland gewann gut, sodass also ein Ministerpräsident von bundesdeutschen Gnaden in der DDR ernannt werden konnte. Ich will das gar nicht kritisieren. Das ist also dann ganz gut gelaufen. Die Begleitmusik dazu, völlig unverständlich, für deutsche Patrioten völlig unverständlich. Weizsäcker, Schröder, Lafontaine, nur keine Wiedervereinigung, ist alles Illusion, keine Hoffnungen machen, Wiedervereinigung wäre kriegsstiftend, solche Sprüche. Wer klug genug war, sich
zurückzuhalten, war Willy Brandt. Und der hat dann auch sehr schnell erkannt, jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört. Der war so klug, aber ganz großer SPD-Vorturner Jürgen Schmude, seiner Zeit, zu der Zeit damals Präsident des Deutschen Kirchentages, hat gegen die Wiedervereinigung zu Felde gezogen, dass es mich heute noch schauert, wenn ich daran mich zurückerinnere. So, das war die Situation. Und dann kam es im ersten Halbjahr 1990 zu den 2+4 Verhandlungen. Wie gesagt, aus heutiger Sicht, es gab keine Chance, irgendetwas anderes zu erreichen als die kleine Wiedervereinigung mit Mitteldeutschland. Und man hat es auch erst gar nicht versucht. Ich darf Sie auch daran erinnern, dass Kohl in den letzten Tagen des Jahres 89 mich mit dem damaligen polnischen Ministerpräsidenten Mazowiecki traf, in Kreisau, glaube ich, war das sogar, und sie umarmten sich und Kohl machte damals schon Zusagen, von denen er nicht mehr runterkam. Damals dämmerte mir das erste Mal ein bisschen, sind wir nicht schon total auf der Verliererstraße. Es wurde ja immer damit gedroht, dass wir nur ein ganz kleines Zeitfenster für die Wiedervereinigung haben und wenn wir das nicht nutzen wollen und nutzen können, dann wird die Chance vorübergehen. Das war absolut Blödsinn. Wer wollte die Wiedervereinigung verhindern? Die Leute stimmten ja mit den Füßen ab und kamen in Scharen zu uns. Es galt hier und es wurde hier das Selbstbestimmungsrecht der Menschen und der Völker wahrgenommen. Und das ist doch eins der obersten Prinzipien auch unserer westlichen Verbündeten. Wollten sie denn das Selbstbestimmungsrecht mit Waffengewalt verhindern? Also wenn da gesagt wurde, haben wir ein ganz schmales Zeitfenster, das müssen wir nutzen, sonst ist diese Chance vorbei, dann war das Unsinn. Unsinn, Panik machen. Überhaupt, lassen Sie mich den Einschub mal machen. Immer wenn die politische Klasse, das ist aber auf allen Ebenen so, im Bund, im Land, in den Kommunen, immer wenn sie ganz schnell etwas erreichen will, wird Zeitdruck gemacht, wo der Zeitdruck nicht da ist. Das sind nur wenige, die das durchschauen. Und wenn man sich diesem Zeitdruck nicht beugt, dann drohen angeblich gravierende Nachteile. Nein, es drohen keine Nachteile. Alles Panikmache. Man muss diese Strukturen durchschauen. Habe ich nun durchschaut. Ich habe es auch schon früher durchschaut, aber ich bin 35 Jahre Kommunalpolitiker. Das ist auf allen Ebenen so, dieser Zeitdruck, der da aufgebaut wird. Ohne dass er wirklich vorhanden ist. So, wir hatten also von vornherein keine Chance. Die 2+4 Gespräche, die liefen dann hinaus. Naja, also zwischen war auch im Mai 1990 noch das Gespräch von Kohl mit Gorbatschow im Kaukasus. Naja, in Ordnung, die Wiedervereinigung wird zustande kommen, obwohl sie unsere westlichen Freunde mit der Brechstange versucht haben, sie zu verhindern. Nicht der damalige Präsident Bush Senior, der war dafür. Aber Mitterrand und Lady Thatcher mit der Brechstange versucht, die zu verhindern. Mitterrand ist zu Monroe gefahren. Was können wir machen, damit wir die Wiedervereinigung verhindern? Der französische Außenminister, ich liebe Deutschland so sehr, dass ich mich freue, dass es zwei davon gibt. Die Margaret Thatcher, die eiserne Lady. Also Helmut, du gehst zu weit, das machen wir nicht mit. Sie konnten es nicht verhindern. Hier galt das Selbstbestimmungsrecht der Völker und der Menschen. Aber wir haben einen unnatürlich hohen Preis gezahlt dafür, dass wir nun dann die Wiedervereinigung, die kleine Wiedervereinigung, gewährt bekamen. Helmut Kohl hat an den amerikanischen Bush Senior 19 Milliarden überwiesen. Offiziell die deutsche Unterstützung für den ersten Golfkrieg im Irak. Das war natürlich auch eine Prämie für das amerikanische Wohlverhalten. Die Polen haben unendlich viel Geld bekommen.
nicht nur in Warnemünde, sondern auch eben oder durch Wirtschaftshilfe, durch Bau von Kläranlagen, durch Bau von Freizeitheimen, durch Bau von Straßen. Wie viel das gewesen ist, man weiß es nicht. Sicherlich mehr als 100 Milliarden. Die Sowjetunion bekam, damit sie Unterkünfte für ihre Truppen bauen konnte, die in der DDR stationiert waren, auch annähernd 100 Milliarden. Da liegen die Schulden, die wir in den vergangenen Jahren aufgebaut haben. So. Immerhin, dann wurden die 2 plus 4 Verhandlungen erfolgreich beendet. Die Deutschen Bedingungen auferlegt. Bedingungen, die wir ohne Widerstand akzeptiert haben. Nicht wir, ich meine jetzt nicht mit wir das Volk, sondern die politische Klasse, aber die regierte uns. Eine Bedingung war, Deutschland verzichtet auf jegliche territoriale Rückgewinnung jenseits der Grenze an Oder und Neiße. Und damit diese Forderung auch wasserfest gemacht wurde, bestand man darauf, dass zeitgleich darüber eine Abstimmung im Bundestag und in der frei gewählten Volkskammer in der DDR stattfinden musste. Diese Abstimmung fand zeitgleich am 21. Juni 1990 statt. Meine Damen und Herren, für mich persönlich ein Tag, der mich heute noch fassungslos macht. Die ganz überwiegende Mehrheit des Deutschen Bundestages stimmte dem zu. Nachdem das Ergebnis verkündet war, standen die Abgeordneten auf und haben minutenlang Beifall geklatscht. Ganze von den rund 500 Abgeordneten des Bundestags, ganze 17 haben sich dieser schmählichen Handlung verweigert. Wir waren, so habe ich es empfunden, auf den Zustand eines schwarzafrikanischen Bananenstaates zurückgesunken. In der DDR-Volkskammer gab es auch das Abstimmung mit diesem, die politische Klasse würde sagen, positiven Ergebnis. Ich würde das nicht als positives Ergebnis bezeichnen, aber auch mit Mehrheit wurde dort diese Bedingung angenommen, aber mit sehr viel mehr Gegenstimmen als wie im Bundestag, obwohl die Volkskammer kleiner war. Doch ein Indiz dafür, dass das Nationalempfinden in der DDR trotz dieser 45 Jahre SED-Herrschaft noch ein bisschen wachgehalten war. Ja, dann ging es weiter, Schlag auf Schlag. Jetzt wieder zurück zu den Ostpreußen und auch wieder zurück zu der schicksalshaften Verflechtung, in die ich eingebunden war. Als diese Abstimmung im Bundestag dann bekannt war und auch bekannt war, dass der Ostpreußensprecher Ottfried Hennig dafür gestimmt hatte, erhob sich ein Sturm der Entrüstung. Liebe Freunde, damals war unsere Basis noch in Ordnung. Weg mit dem Sprecher, weg mit dem ganzen Bundesvorstand. So war die Forderung. Und dann kam ein Antrag an die Ostpreußische Landesvertretung, gestellt vom Kreisvertreter Königsberg-Land. Habe ihn gut gekannt, der lebt lange nicht mehr. Der Bundesvorstand möge sofort zusammentreten und den Sprecher entbinden. Und darüber hinaus möge baldmöglichst die Ostpreußische Landesvertretung zusammengerufen werden, um einen neuen Sprecher zu wählen. So. Dann hat Hennig den Bundesvorstand einberufen. 3 Wochen, etwa 3 Wochen nach dieser Abstimmung. Zwischenzeitlich waren noch zwei Ostpreußen Mitglieder der Ostpreußischen Landesvertretung mit eigentlich bedeutsamen Funktionen. Ich nenne jetzt mal nicht die Namen, weil einer davon noch lebt. Die kamen, waren bei mir und da sie wussten, dass ich ja im Grunde immer noch ein kritischer Geist war, versuchten sie mich doch dahin zu bringen, dass man den Sprecher doch stützen müsse.
Er wird auch eine fabelhafte Figur, wunderbares Äußeres, kann eloquent formulieren, er ist noch Königsberger, so einen Mann können wir doch nicht gehen lassen. Ich habe dazu nichts gesagt. Gewundert hat mich, dass ein sehr alter, würdiger Herr dabei war, der im Krieg Wehrmachtsoffizier war, dass der sich also da hat auch so einbringen lassen. Habe eine Freundin mit ihm eine Tasse Kaffee getrunken, habe mich völlig bedeckt gehalten und die beiden sind dann wieder abgezogen. Dann kam die Sitzung des Bundesvorstandes, es muss Mitte Juli 1990 gewesen sein. 14 Vorstandsmitglieder. 15 waren wir, einer war krank, eine Dame war krank, 14 erschienen. Es wurde den ganzen Tag diskutiert. 6, 7 Stunden, hin und her. Kritisch, auch Kritik am Sprecher geübt, aber letztlich doch, ja, also es ging nicht, hätte es doch anders machen können, hätte es ein bisschen enthalten können, gute Ratschläge, alle überall so, nicht bei allen, aber bei den meisten kritischer Unterton, aber letztlich doch nicht, dass der Mann, der Sprecher, den Eindruck gewinnen konnte, da hat er nur den ganzen Bundesvorstand hinter sich. Nach 6 Stunden Diskussion, ermüdender Diskussion, gingen 2. Die hatten wohl nicht, vielleicht hatten sie Termindruck, das weiß ich nicht, vielleicht hatten sie auch nicht den Mut, sich zu bekennen. Wir waren dann nur noch 12. Und nach der 7. Stunde stellte dann der Sprecher fest, er leitete ja die Sitzung. Ja, meine Damen und Herren, 2 Damen waren dabei. Nun haben wir aber genug diskutiert. Ich möchte doch wissen, habe ich nun Ihr Vertrauen oder nicht? Ich möchte doch darüber ganz formal eine Abstimmung haben. Und dann fragte er, wer kann mir heute nicht mehr das Vertrauen aussprechen? Es meldete sich einer, der steht vor Ihnen. 2 weitere haben sich enthalten. Der Rest hat ihm weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit signalisiert. Ottfried Hennig sagt, ich bedanke mich, das hat ein ordentliches Ergebnis. Wir werden in Zukunft vertrauensvoll zusammenarbeiten. Und dann gab es an der Basis diesen Sturm der Entrüstung, von dem ich eben berichtet habe. Der Bundesvorstand kam unter Druck. Ich persönlich wurde ein paar Mal angeschrieben. Ich konnte immer sagen, liebe Freunde, ich habe diese Abstimmung nicht beeinflusst mit meinem Votum, aber die Solidarität mit den anderen Vorstandsmitgliedern gebietet mir, keine weiteren Aussagen dazu zu machen. Dann wurde intern an der Basis und insbesondere in Nordrhein-Westfalen, weil auch die meisten waren, sehr intensiv diskutiert, und zwar kritisch diskutiert. Auch mit dem Ton, so geht es doch nicht weiter. Wie mit dieser Kreisvertreter, von dem ich erzählt habe, Königsberg Land, war im Wohnsitz auch Nordrhein-Westfalen. So, da gab es also, es gab keine Ruhe und der Bundesvorstand nötigte dann doch den Sprecher, sagen, wir wollen eine erneute Sitzung machen und anschließend darauf gleich eine Sitzung der Ostpreußischen Landesvertretung. Diese erneute Sitzung des Bundesvorstandes mit der Ostpreußischen Landesvertretung war dann Anfang Oktober 1990. Da hatte sich der Wind gedreht. Über und über kritische Stimmen aus der Ostpreußischen Landesvertretung. Da waren natürlich jetzt 80 Leute, da waren sehr viel mehr als wie im Bundesvorstand. Also über und über kritische Leute, Unverständnis. Und einige Bundesvorstandsmitglieder, denen war sichtlich unwohl, aber sie nahmen dann auch letztlich entgegen ihrer Abstimmung vom Juli dann doch Partei für die Kritiker und sagten, ja, sie hätten doch nicht gedacht, dass das so viel aufrührt. Sie könnten eigentlich auch nicht mehr dem Sprecher empfehlen, länger im Amt zu bleiben. Der Sprecher hat das alles angehört, hat dann bisweilen auch wieder begründet, hat sich auf sein freies Mandat berufen, Artikel 38 Grundgesetz. Der Abgeordnete ist nur seinem Gewissen unterworfen. Und dann gab es auch einige, die haben ihn verteidigt. Ging also auch, war eine quälende Diskussion. Und dann gingen wir auseinander am Abend, in der Absicht, naja, also der Sprecher soll sich am nächsten Tag vor der OLV
für sein Abstimmungsverhalten rechtfertigen. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass dann an diesem Abend Otfried Hennig ein längeres Gespräch mit Kohl hatte. Am nächsten Morgen wurde die Ostpreußische Landesvertretung eröffnet und da sagte er: Meine Damen und Herren, dies ist die letzte OLV, die ich leite. Ich trete dann sofort im Anschluss an die Sitzung vom Amt zurück. Dann war die Sache eigentlich entschieden. Und dann hätte man die Sitzung beenden können. Denn Neuwahl stand nicht auf der Tagesordnung. Aber dann kamen eben doch auch noch die Gutmenschen, die dann doch alles diskutieren wollten und auch versuchen wollten, ihn umzustimmen, was aber zweifellos nicht belang, weil das auch eindeutig nicht der Mehrheit der Versammelten entsprach. Ich habe dann auch noch einmal das Wort genommen und habe dem Sprecher gesagt, nachdem ich also dann in den Monaten vorher, nach der ersten Bundesvorstandssitzung, war ich natürlich persona non gratis für Otfried Hennig. Ich habe ihm dann nur gesagt, Sie sind zu Recht Ihrem Gewissen unterworfen. Und wenn Sie dann meinten, so abstimmen zu müssen, dann war das in Ordnung. Sie sind aber auch als Sprecher der Ostpreußen der Satzung unterworfen. Und wenn Sie meinten, hier gibt es also einen Zielkonflikt, dann hätten Sie vorher zurücktreten müssen. Das ist Ihr Fehler gewesen. Den werfe ich Ihnen vor. Sie haben im Grunde die Ostpreußen einen schweren Konflikt gebracht und sie sind jetzt unhaltbar geworden. Aber mir zeigt ja auch Ihre Reaktion, dass Sie dies wohl eingesehen haben. Naja, dann dauerte die Sitzung noch 2, 2,5 Stunden und dann gingen wir auseinander. Und Otfried Hennig war abgetreten. Es gab dann erneut, und mit ihm trat ein stellvertretender Sprecher zurück, der sich besonders verdient gemacht hatte, um Hennig zu halten, und ein weiteres Vorstandsmitglied. Der Vorstand war also reduziert und es gab dann nur noch einen stellvertretenden Sprecher, das war Harry Polley. Und Harry Polley sagte, so können wir ja nicht arbeiten mit diesem reduzierten Vorstand, insbesondere wir brauchen ja noch eine zweite Leitungsfunktion. Wir werden in 14 Tagen erneut zusammenkommen und sehen, wie wir mit dieser Situation fertig werden. Zweite Hälfte Oktober, der Bundesvorstand trat wieder zusammen und Harry Polley sagte also, ich bin nun schicksalhaft der erste Mann. Als stellvertretender Sprecher muss ich die Sprecherfunktion wahrnehmen. Ich bin als stellvertretender Sprecher gewählt worden. Meine Amtszeit geht noch 2 Jahre. Neuwahl war erst für Oktober 1992 vorgesehen. Aber wir müssen den Vorstand ergänzen. Ich brauche insbesondere einen stellvertretenden Sprecher, der mich unterstützt. Insbesondere sollte er nach Möglichkeit näher an Hamburg wohnen, denn da gibt es jeden Tag, zumindest jede Woche, etliches zu regeln. Ich bitte darum Vorschläge. Vorgeschlagen. Alfred Mikoleit. Damals, glaube ich, Landesvorsitzender der Ostpreußen in Nordrhein-Westfalen. Eine durchaus ehrenwerte Person. Auch verdienstvoll für die Ostpreußen. Er verweigerte sich. Ich habe dann Gerhard Prengel vorgeschlagen. Gerhard Prengel war schon mal einige Jahre stellvertretender Sprecher. Er war Amtsgerichtsdirektor in Bremen. Gerhard Prengel hat sich verweigert. Das hat er damals nicht so klar gesagt, aber es ist schon klar, er hatte damals schon den Ruf nach Potsdam. Er sollte dort in Potsdam Landgerichtspräsident werden. Ein kolossaler Sprung. Gerhard Prengel hat sich verweigert, auch mit dem Argument, er würde vermutlich nach Potsdam in seine gewissermaßen Heimatstadt. Er ist ja Allensteiner, aber dort wäre er aufgewachsen, er würde nachher nach Potsdam zurücksiedeln, er könne das nicht. Dann wurden noch 2 andere genannt, auch Jürgen Danowski, damals durchaus eine repräsentative Person. Jürgen Danowski sagte, er könne das nicht. So. Und schließlich wurde ich vorgeschlagen. Kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen, ich habe das abgelehnt.
Ich hätte als Bundesvorstandsmitglied genug zu tun. Ich würde mich einbringen, vielleicht auch bei den zukünftigen Aufgaben, die in Mitteldeutschland zu erledigen sind. Das könnte ich nicht. Es blieb keiner übrig und schließlich also hat der ganze Bundesvorstand mich bestürmt. Du brauchst es doch nur für eine gewisse Zeit machen, maximal für 2 Jahre, dann wird ein kompletter neuer Vorstand gewählt. Und dann habe ich gesagt, ja, in Ordnung, dann will ich es machen. Ich hoffe, ich werde den Ansprüchen genügen. Ich persönlich, das sage ich Ihnen ja so, fühlte mich dazu nicht kompetent. Ich sage, vorbehaltlich, dass dann auch meine Frau grünes Licht gibt, also will ich das machen. Meine Frau sagte dann mir, ich könne mich nicht verweigern. Dann war ich also etwa ab Mitte November, ab Mitte Oktober stellvertretender Sprecher. Die Ostpreußische Landesvertretung hat am 5. April 1991 diese kommissarische Beauftragung durch die Wahl, durch meine Wahl bestätigt. Es gab eine Fülle zu tun. In der Heimat, in Ostpreußen und in Mitteldeutschland. Liebe Freunde, ich sage Ihnen, wenn ich da so rückblickend das Revue passieren lasse, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Es gibt viele, viele kleine Dinge, die ich hier berichten könnte, auch interessante Dinge. Aber ich habe erfahren, das sage ich Ihnen als bekennender Protestant, wen Gott beruft, den befähigt er auch. Ich habe viel Zustimmung für meine Arbeit bekommen und dann ging es los. Es galt dann, eine meiner ersten Aufgaben war, eine nächste OLV zu organisieren. Das Schlimme war, für mich besonders prekär, mit dem Wechsel von Ottfried Hellig oder mit dem Abtritt von Ottfried Hennig demissionierte auch der Bundesgeschäftsführer, Herr Rolf-Dieter Karr, eine bewährte Persönlichkeit, tüchtig. Er demissionierte nicht wegen Hennig, sondern er hatte einen höherwertigen Beruf bekommen. Kann man ihm nicht verdenken, den nahm er wahr. Aber ich stand im Grunde da, wir hatten keinen richtigen Geschäftsführer. Und dann haben wir zunächst um einen Geschäftsführer bemüht. Und es wurde dann Dieter Schwarz, seinerzeit auch mal stellvertretender Vorsitzender in Schleswig-Holstein, Vorsitzender der Kreisgruppe in Lübeck, der hauptamtlicher Bürgermeister war in Hessen, nach der ersten Amtsperiode nicht wiedergewählt wurde und nun arbeitslos war. Der wurde also berufen, aber er war eigentlich. Hat er von dem Betrieb der Bundesgeschäftsstelle keine Ahnung. So, also blieb mir also ein Haufen Arbeit übrig. Wir hatten 32 Mitarbeiter in der Bundesgeschäftsstelle. Nicht alles Halbtagskräfte, ein paar waren aber etliche Halbtagskräfte, vielleicht ein kleines Dutzend, 10, 12 Halbtagskräfte, aber 32 Mitarbeiter hatten wir im Notstetel. Die Landsmannschaft war pleite. Ich konnte den Haushalt für 1991, der aufgestellt werden musste, nicht mehr ausgleichen. Mit diesen Dingen wurde ich konfrontiert. Das Erste, was ich dann machen musste, eine OLV zu organisieren. Für mich war völlig klar, wir haben jetzt die Wiedervereinigung, die wurde ja am 3. Oktober 1990 vollzogen. Es muss also eine Sitzung der Ostpreußischen Landesvertretung sein und die muss in Mitteldeutschland sein, zwangsläufig. Wir haben ja jetzt die Ostpreußen aus Mitteldeutschland dazu bekommen. Vorher will ich aber noch eine kleine Episode berichten. Das war Ende Oktober 1990, als Manfred Schuckardt und ich uns das erste Mal begegneten. Das war in Prerow auf dem Darß. Ein kleines Seminar, veranstaltet von der von mir hochgeschätzten Persönlichkeit, der Mutter von Jürgen Danowski. Und da hatte ich einen Ruf bekommen und ich fuhr dahin. Ich konnte das gerade einrichten. Ich glaube, wir hatten jemanden für die Kinder. Meine Frau kam mit. Ich fuhr also das erste Mal, lernte auch den Darß kennen.
eine völlig andere Welt, die zugepflasterte, mit Türmen verbetonierte Schleswig-Holstein sehe und dann herrliche Naturlandschaften auf dem Darß. Das waren also Eindrücke, die also mich sehr, sehr erregten und mich also auch begeisterten. Und dann dieses Seminar von Frau Danowski, wunderbar geleitet, auch mit guten Vorträgen. Es gab, hatten Sonnenschein, war schon kalt. Es gab aber einige, die sprangen noch in die Ostsee bei Prerow. Dazu gehörte ich nicht. Und ich lernte eben Manfred Schuchart kennen. Und diese Bekanntschaft hat bis heute gehalten und aus dieser Bekanntschaft wurde eine feste Freundschaft. Das wollte ich erinnern. So. Und dann war noch eine kleine Episode, an die ich erinnere. Das ist dann vielleicht nicht wahr. Vielleicht finde ich das jetzt noch. Dann kommt noch auf eine andere Episode, aber die war 91. So, die Ortspreußische Landesvertretung tagte am 5. April 91 und wählte also mich zum stellvertretenden Sprecher. Der Bundesvorstand ergänzt durch eine weitere Zuwahl. Wolfgang Thüne als Vorsitzender der Ostpreußen in Rheinland-Pfalz rückte auf zum Bundesvorstandsmitglied. Nun hatten wir also wieder zwei stellvertretende Sprecher. Da habe ich sofort gesagt, Harry Pohlei ist der Ältere. Damit wir uns nicht ins Gehege kommen, Harry Pohlei nimmt jetzt die Aufgaben des Sprechers wahr. Weil er nun kein echt gewählter Sprecher war, habe ich dann ihm nahegelegt, wir nennen Sie jetzt den amtierenden Sprecher. Und so ist dann auch gelaufen, er war hochzufrieden damit. Er war dann amtierender Sprecher und ich war der Stellvertreter. Die ganzen neuen Aufgaben, die dann zu bewältigen waren in Mitteldeutschland und in der Heimat, die musste jetzt ein stellvertretender Sprecher machen. Vorher waren es zwei. Eine ungeheure Herausforderung. Im Nachhinein weiß ich also nicht, wie ich das geschafft habe. Sicherlich auch nur, weil ich viel Verständnis von meiner Frau hatte. Und der große Junge, Ellert, viele von Ihnen kennen ihn, mich auch schon sehr unterstützt hat dabei. Das Jahr 1991 ging dann fort und wir gründeten die Landesgruppen in Mitteldeutschland. Und natürlich auch, wir bauten parallel dazu die deutschen Vereine in Ostpreußen auf. Komisch, diejenigen, die am meisten im Grunde von der Heimat redeten, zwei Kreisvertreter, der Kreisvertreter von Johannesburg und der Kreisvertreter von Angerburg, die kamen nicht in die Pötte mit der Gründung eines deutschen Vereins in ihren Kreisstädten. Auf den allerletzten Drücker, als wir schon überall deutsche Vereine gegründet hatten und wir jetzt einen Dachverband gründen, da kamen sie dann in die Pötte und gründeten auch in Angerburg und in Johannesburg einen deutschen Verein. Nun gut, mehr will ich dazu nicht sagen, beide leben nicht mehr. Das Jahr 91 ging dann herum mit viel Arbeit, auch mit der ganz langsamen, das dauerte über Jahre, ganz langsamen Vorangehen, die Finanzen in der Landwirtschaft in Ordnung zu bringen. Klingt nicht anders. Ich musste jede Woche einen Tag in Hamburg sein. Sonst wäre es nicht gegangen. Wie macht man das als Kommunalpolitiker und als Bürgermeister und als Vollberufstätiger? Mir kam ein Umstand zugute, der im Gesetz verankert war. Ich wurde 1991 in drei Kommunalparlamente gewählt. In den Rat meiner Wohnsitzgemeinde Schneger und dort wurde ich auch gleich zum Bürgermeister gewählt. Dann in den Rat der übergeordneten Amtsgemeinde. In Niedersachsen gibt es das Konstrukt der Samtgemeinden, in denen mehrere selbstständige Gliedgemeinden in einer Samtgemeinde zusammengeschlossen sind.
wurde halt in den Rat der Samtgemeinde gewählt und wurde dort auch gleich stellvertretender Samtgemeindebürgermeister. Und ich wurde in den Kreistag gewählt und wurde dort Vorsitzender des Bauausschusses. Und da brachte mich jemand, ich hätte es allein noch nicht mal gewusst, auf den Gedanken, du bist doch nun wirklich stark engagiert in der Kommunalpolitik. Unter Umständen gibt es für stark engagierte Kommunalpolitiker einen Teil Dienstbefreiung und der Fortzahlung der Bezüge. Und das habe ich beantragt und das wurde genehmigt. Mir wurden ein Viertel meiner Stundenverpflichtung von 24 Stunden pro Woche erlassen. Dies fiel aber auch nicht als Geschenk für mich vom Himmel, sondern ich hatte bei meiner vorgesetzten Dienststelle ein gutes Image. Das Image bestand darin, dass ich Vorsitzender eines Personalrates wurde, der durch Umstrukturierung entfallen ist, der musste aber abgewickelt werden, über 1,5 Jahre. Diesen undankbaren Job der Abwicklung einer Personalvertretung habe ich übernommen und das fand also meine vorgesetzte Dienststelle recht honorig und war damit zufrieden. Und nun kam also, wenn auch mit zeitlicher Verzögerung von 2 bis 3 Jahren, mein Antrag auf teilweise Freistellung vom Dienst und der Fortzahlung der Bezüge. Dieser Antrag wurde genehmigt. Ich kriegte also eine Stundenermäßigung von einem Viertel meiner Stunden. Statt 24 brauchte ich nur noch 18 Stunden zu unterrichten. Das war eine enorme Hilfe. Und ich fuhr dann morgens zum Dienst um 7:30 und um 10 Uhr fuhr ich aus der Wache raus. Mein Dienst vollzog ich in der Kaserne, aber ich war Zivilbeamter. Und die Leute dachten natürlich, nun fährt er, nimmt seine Bürgermeisterpflichten mal oder seine Abpflichten als Kreistagsabgeordneter. Nein, ich gab Gas und fuhr mit dem Auto nach Hamburg in die Parkallee. Auf diese Art und Weise konnte ich also einiges kompensieren. Aber trotzdem, liebe Freunde, das ging nur mit einem 12- bis 14-Stunden-Tag. Und das ging nur auch unter Hinzuziehung des Sonntags, ja, des ersten Weihnachtsfeiertages. Ich habe das geschafft. Ich war engagiert. Ich wollte meinem Land dienen. Und es war mir immer klar, auch ich bin mit der menschlichen Unzulänglichkeit behaftet und mache auch Fehler. Aber von Bismarck ist bekannt, man muss handeln. Wenn man Fehler macht, sind diese Fehler in der Regel ausmerzbar, korrigierbar. Schlimmer ist Nichthandeln oder wie ein schwankendes Vor einerseits und andererseits und darüber hinaus ist Unentschlossene. Ja, das ist also ein Grund, weshalb ich das auch so machen konnte. Ich will das nicht verschweigen. So. In der zweiten Hälfte 1991 eröffnete mir Harry Polley, der amtierende Sprecher von Gottberg. Ich habe immer umgeguckt. Wir haben zwei Absagen bekommen. Sie müssen Sprecher werden. Ich werde Sie den Gremien vorschlagen. Herr Polley, das läuft nicht. Diese Ablehnung geschah aus einem Gefühl der Minderwertigkeit. Ich fühlte mich der Aufgabe nicht gewachsen. Ich kann das nicht. Polley hat dem widersprochen. Nach allem, was Sie bisher gezeigt haben, Sie können das sehr wohl. Ich gehe davon nicht ab, Herr von Gottberg. Ich schlage Sie vor. Sie werden unter Druck kommen, auch andere werden Ihnen das sagen. Ich habe dann mit meiner Frau gesprochen. Und was meine Frau auch damals mir wiederum sagte, habe ich Ihnen schon berichtet. So ging also das zweite Halbjahr 91 dahin. Mit zwei besonders eindrücklichen Erlebnissen.
die ich schildern will. Ende Juli 1991 schrieb mich ein junger Mann an aus Halle, Halle an der Saale in Mitteldeutschland, nachgeborener Ostpreuße. Er möchte gerne in Halle eine Kreisgruppe gründen, er wisse aber nicht, wie man das anfangen soll, ob ich ihm nicht helfen kann. Habe ihn dann angerufen, er war städtischer Bediensteter, habe ihn am Tage angerufen. Wir konnten uns also einen Termin ausmachen, an dem er ein Lokal anmietet und die Ostpreußen in Halle einlädt zu einer Gründungsversammlung der Kreisgruppe Halle. Und ich werde kommen und die Gründungsrede halten und unter meiner Regie wird dann die Kreisgruppe gegründet werden. Und das hat er wunderbar umgesetzt. Und der Tag im August kam. Und nun müssen Sie sich das mal vorstellen, meine lieben Zuhörer, was das für mich bedeutet. Eine A14 gab es noch nicht. Die B71 von mir nach Magdeburg nicht ausgebaut. Rasend viel Lkw-Verkehr. Ein drückend heißer Tag. 38 Grad. Auto. Wir hatten ein VW. VW 1500. Hatten keine Klimaanlage. Meine Frau und ich, wir hatten wohl jemand für die Kinder. Fuhren da also hin. Von Schläger nach Halle 5,5 Stunden. Mehrere Staus. Wir waren aber immerhin abends schweißgebadet. Wir waren aber immerhin abends um 18 Uhr da, um 19 Uhr begann die Versammlung. Es waren ca. 40 Leute da. Und ich habe dann vorgetragen, habe über die Struktur, die Organisation der Landwirtschaft berichtet, unsere Aufgaben und habe auch berichtet, was wir politisch wollen. Und dann fand das also viel Anklang und wir sind dann übereingekommen. Wir wollen hier eine erste Kreisgruppe in Sachsen-Anhalt gründen und Vorsitzender wird Michael Gründling. Das war der junge Mann, der mich angeschrieben hat. So wurde das gemacht. Dann hatten wir den ersten Stützpunkt im Bundesland Sachsen-Anhalt. Desgleichen bin ich verfahren mit 7 anderen Kreisgruppen in Sachsen-Anhalt. Als ich 8 Kreisgruppen zusammen hatte, habe ich dann auch den Bundesvorstand informiert, jetzt gründen wir darüber das Dach, die Landesgruppe. Die Landesgruppe wurde dann Anfang, ich glaube am 1. oder am 2. Adventssonntag 1991 gegründet. Das war ein schöner Erfolg und Michael Gründling hat das wunderbar gemacht, die Tatsache, dass er von einem Kreisgruppenvorsitzenden heute emporgestiegen ist zum Kreisvertreter von Schlossberg und zum Vorsitzenden der Landesgruppe in Sachsen-Anhalt und nach wie vor noch Vorsitzender der Kreisgruppe in Halle ist, spricht für sich. Ein wunderbarer Mensch. Ich bin mit ihm herzlich befreundet, ihm herzlich verbunden. Ich habe ihn erst vor wenigen Tagen noch gesehen. Michael Gründling ist einer der ganz, ganz, ganz wenigen Fälle, die praktisch aus jugendlichem Alter hochgewachsen sind in die Verantwortung für einen größeren Verband für die Landsmannschaft. Und ein anderes Ergebnis will ich Ihnen zeigen. Das war aber schon im März 91. Jetzt springen wir nochmal zurück. Ich war ja schon bei August 91. Im März 91 sprach mich Manfred Schukat an. Ich möchte hier in Anklam eine Kreisgruppe gründen. Können Sie mir nicht helfen? Ja, ich helfe Ihnen. So fuhr ich dann eines Tages nach Anklam, auch keine Autobahn. Stundenlang über Straßen und kam nach Anklam und das war eine Aufbruchstimmung da. Der kleinen Stadt Anklam, Manfred Schukat hat dann natürlich gut geworben, waren über 500 Menschen in diesem Theater in Anklam. Und wir haben dort die Kreisgruppe in Anklam gegründet. Und alle 5 Jahre macht Manfred Schukat eine Jubiläumsveranstaltung, 5, 10, 15, 20 Jahre Kreisgruppe.
und BDV, Ostpreußen und BDV in Anklam. Und Manfred, du hast mir gesagt, im nächsten Jahr ist wieder soweit. 25 Jahre. Ja, in dem Jahr, das Jahr habe ich mir auch nochmal vorgemerkt, für März. Aber das ist dann auch mein letzter Vortrag. Dann höre ich mit meiner Vortragstätigkeit auf. Ja, kann ich noch ein bisschen sprechen? Ja, selbstverständlich. Ja. So, das war also so zwei herausragende Ereignisse. Aber Sie glauben gar nicht, welche Strapazen das auch bedeutete. Diese Fahrt nach Halle, dann fuhren wir abends zurück. Abends war die Fahrt angenehm, weil es kühl war. Aber wir waren erst um 2 Uhr nachts zu Hause. Am nächsten Morgen um 7:30 war ich aber im Dienst. Das macht man nur, wenn man wirklich motiviert ist. Und in Anklam war es ein bisschen ähnlich. Dann nahm ich mir wohl 2 Tage Zeit. Und dann gab es ein Erlebnis, was ich bis heute nicht vergessen habe. Ein Freund von mir, Brandenburger, vielen von Ihnen dem Namen nach bekannt, Professor Wolfgang Stribny, sagte mir: Herr von Gottberg, seit dem 1. April 1991 ist Königsberg frei bereisbar, frei zu bereisen. Natürlich braucht man ein Visum. Wir wollen doch in Königsberg eine Veranstaltung machen. Ich war begeistert, weil ich schon 1991 als erster meiner sehr, sehr großen Familie das zweite Flugzeug bekommen habe, um nach Königsberg zu fliegen, um dann auch auf das heimatliche Gut zu gehen. Das erste Flugzeug bekam ich nicht mehr, das waren lauter VIPs, aber das zweite Flugzeug ging von Köln, das bekam ich. Kolossal, Köln, auf der Anflugtafel im Kölner Flughafen, Flug nach Königsberg. Hier, es ist doch, ich habe mich an Goethe erinnert, von hier und heute beginnt eine neue Phase der Weltgeschichte. Es war ein wunderbarer Besuch mit nachdrücklichen Eindrücken. Ich hatte von Dr. Beister, der hatte schon 1989 einen Joint Venture begründet, mit seiner Firma Ferrostahl in Königsberg. Dort hatte er einen Repräsentanten sitzen, an den hat er mich empfohlen. Zu dem bin ich gegangen, hatte aber dann ein Hotel. Und er hat mir das alte Königsberg gezeigt. Ich konnte also erkennen, die Innenstadt ist ja total weg. Scheußlich aufgebaut mit diesen elenden Plattenbauten. Aber der äußere Besiedlungsring, der war stehen geblieben. Das war schon interessant. Und dann nahm er mich mit nach Rauschen. Und Rauschen war gut erhalten. Er hatte mir das erklärt, das lag daran, dass Rauschen Erholungsheime für die Offiziere der Roten Armee hatte. Da war immer mal was angewandt worden. Da haben wir eine lange Strandwanderung gemacht, an der Steilküste von Rauschen. Und wie gesagt, ich bin einen Tag dann auf den beiden Gottbergschen Gütern gewesen und ein dritter Besuch auf dem Gut, von dem meine Mutter stammt. So, und das war 91. Und 92 dann kam Stribny und sagte: Wir müssen in Königsberg eine Veranstaltung machen. Dann hat er sondiert über die russische Botschaft und dann kam raus: Wenn ihr also in Königsberg eine Ausstellung machen wollt, dann könnt ihr die machen. Und Stribny hat eine Verbindung aufgenommen mit der Kreisgemeinschaft Johannesburg, die hat eine Ausstellung gezeigt in Memel. 150 Bildtafeln, Volk unterwegs. Bilder von Flucht und Vertreibung. Und die wollten wir auch in Königsberg zeigen. Die Russen haben es zunächst erlaubt. Und dann fuhren wir dahin. Von diesen 150 Bildtafeln haben die Russen eine Tafel rausgeschmissen. Ich weiß nicht mehr genau, was war. Ich denke, das war eine Tafel, wo russische Schlachtflieger über den Trecks, deutschen Trecks am Haff, übers Haff, wie die bombardieren und beschießen. Aber alle anderen haben die Russen akzeptiert. Und ich kam dahin und habe das eröffnet. Und Stribny hat den Vortrag gehalten über deutsch-russischen Beziehungen. Das war da eine kolossale Aufbruchsstimmung und die Russen waren aufgeschlossen bis dort hinaus. Sie sagt noch ganz offen: Hier Königsberg, das ist alte deutsche Erde. Herr von Gottberg, es ist unsere Kriegsbeute. Mit dieser Auffassung kann ich leben. Mit der polnischen Auffassung, alles uralte polnische Erde, der Krieg hat die historische Gerechtigkeit wiederhergestellt, mit dieser Lüge kann ich nicht leben. Das ist der Unterschied.
So, und dann waren auch Russlanddeutsche da, die gehört hatten, die Deutschen machen da in Königsberg eine Ausstellung. Und es kam der Vorsitzende der Russlanddeutschen in der Sowjetunion zu mir und sagte: Herr von Gottberg, es ist ja hier in Königsberg alles im Umbruch. Wir haben aus Kasachstan Ausreisedruck, direkt nach Deutschland, das wird schwierig. Wir wollen in größerer Zahl nach Königsberg gehen. Aber wir halten es für möglich, dass die Deutschen zurückkommen. Haben wir dann als Zugereiste wieder Ausreisedruck? Das ist ja nur eine Frage von hohem politischem Gewicht. Und Sie müssen sich entscheiden. Ich hatte kein Mandat, diesbezügliche Aussagen zu machen. Ich habe nach meinem Gewissen als deutscher Patriot entschieden und habe gesagt: Kommen Sie, Sie werden keinen Ausreisedruck haben. Es ist überhaupt nicht davon auszugehen, dass viele Bundesbürger zurückkommen. Das Land ist ja entvölkert, es hat Platz für alle. Damit hat sich der Mann bedankt und ist dann zurückgereist. Ich war dann mit Professor Stripny noch den Abend über da. Und am nächsten Morgen ging mein Flugzeug zurück vom Königsberger Flughafen. Wurde zeitgerecht hingebracht. Ja, liebe Freunde, und was passiert? Flugzeug fällt aus. Geht kein Flugzeug. Und zwar bin ich ja mit der Lufthansa von Hamburg nach Moskau geflogen. Und von Moskau dann mit der innerrussischen Linie nach Königsberg. Und so musste ich auch wieder zurückreisen. Aber das Flugzeug fiel aus. Natürlich. Der nächste Flugzeug ging abends um 19 Uhr. Ja, machst du. Kein Zimmer mehr. Nächsten Tag war Bundesvorstandssitzung. Da wurde ich erwartet. Sollte berichten. Solche Situationen wurde man gestellt. Ich habe dann den ganzen Tag mich rumgedrückt am Flughafen. Da gab es keinen beheizten Raum. Es war Februar. Kalt. Da müssen wir fertig werden. Ich hatte dann zum Glück die Telefonnummer in Moskau von diesem Russlanddeutschen, der mich gefragt hatte, was ist dann, wenn wir da hingehen? Haben wir dann wieder ausgerufen? Dem hatte ich die. Den habe ich angerufen und habe ihm meine Situation geschildert. Er sagte mir: Herr von Gottberg, Sie müssen die Abendmaschine nehmen. Kommen Sie, wir erwarten Sie auf den Flughafen. Nein, kommen Sie zur ehemaligen Parteihochschule der KPDSU, die ist im Zentrum. Da erwarten wir Sie, da haben wir ein Zimmer und ein Nachtquartier für Sie. Und ich versuche für Sie morgen früh mit der Frühmaschine der Lufthansa Flug von Moskau nach Frankfurt zu organisieren. So, bin ich dahin gefahren. Ich kam dann in Moskau an mit der Abendmaschine. Moskau, der Flughafen Scheremetjewo, weit draußen. Ich spreche kein Wort Russisch. Naja, ich habe dann also auf dem Zettelchen X-Taxifahrer gefragt, konnten das dann lesen, in Deutsch und in Englisch. Und einer konnte das, ich kann Sie dahin bringen. Wir wurden uns einig für 20 D-Mark. Und der fuhr mich dann tatsächlich zu der Parteihochschule. Die war inzwischen entwidmet. Und in dieser Parteihochschule hatten die Minderheiten in der großen russischen Föderation jeweils 2-3 Zimmer bekommen. Und da hatten die also ein Gastzimmer für mich und wollten natürlich auch mich mit sich mit mir unterhalten. Ich war kaputt und verfroren. Aber es ging, der Abend wurde 12 Uhr. Dann ließen sie mich und sie wollten mich also morgens wecken. Ich musste um 4 Uhr los, 4:30 los. Denn wenn man, das Flugzeug war voll. Aber es war zu hoffen, dass man in die Warteliste kommt und dann doch noch mitkommt. Ich musste aber dann mindestens um 6:30 da sein. Die Maschine sollte um 8:30 gehen. 8:30 russische Zeit ist 6:30 hier. Da war also nicht so viel Spielraum in der Nacht. Konnte auch nicht schlafen, aber es ging dann. Und tatsächlich, das Flugzeug war voll, aber es war fast voll, war noch eine Warteliste, eine Reihe Wartender. Etwa so 20 Personen. Ich stand an Platz 8 und ich kam noch mit. Bei Platz 10 fiel die Klappe. Die anderen 10 mussten erneut warten, die nächste Schule. Und ich bin dann nach Frankfurt geflogen, direkt in die Sitzung des Bundesvorstandes. Und habe denen berichtet, was mir natürlich eine Gewissenserleichterung war. Der Bundesvorstand hat diese Aussage von mir: Kommen Sie,
Sie haben keine Ausreise, nicht voll abgedeckt. Und gesagt, das ist in Ordnung so, das tragen wir alle mit. Zu solchen Situationen kam es dann manchmal. 6 Wochen später fuhr ich das erste Mal mit dem Auto mit meiner Frau nach Königsberg, um die Ausstellung wieder abzubauen. Da war Rüdiger Stolle dabei. Auch das war eine abenteuerliche Fahrt. Aber wir haben das auch überstanden. So, verstehen Sie, wenn ich Ihnen vorhin erzählt habe, ich war schicksalshaft eingebunden, ein klein bisschen konnte ich auch mitgestalten. So, dann noch eine letzte Episode. Juli 1992. Erstes Sommerfest der Landwirtschaft Ostpreußen für Ermland und Masuren. Sommerfest veranstaltet in Osterode durch die Landwirtschaft. Volker Schmidt, der damals Kulturreferent der Ostpreußen war, hat das mit mir vorbereitet. Die kulturelle Geschichte hat Volker Schmidt gemacht. Ich stehe mit ihm bis heute in freundschaftlicher Verbindung. Ich hatte aber die politische Rede zu halten bei den Polen. Ich kann Ihnen schon sagen, ich hatte Schiss. Aber ich habe gleichwohl versucht, deutsche Interessen, die für einen deutschen Patrioten geboten waren, zu benennen, ohne Verletzung der Anwesenden. Das ist mir, denke ich, ganz gut gelungen. Jedenfalls ging dieses Sommerfest am ersten Tag sehr gut zu Ende. Am zweiten Tag gab es eine kleine Katastrophe. In unser Tagungshotel war eine Stinkbombe geworfen. Tränengas und eine Stinkbombe. Aber das Wetter war schön, wir konnten also draußen uns vergnügen. Und so war das nicht schlimm. Aber in der Stadt waren an einigen Stellen mit Farbe gesprüht deutsche Nazis und Hunde raus aus Polen. Das war die Stimmung. Ja. Ich denke, ich habe da einen Anfang gemacht und alles in allem, wenn auch unter dem schmerzlichen Verlust, den ich eingangs beklagt habe, ist ja dann doch die Entwicklung mit Polen alles in allem positiv verlaufen. Ich will mal sagen, bis auf diese historische Lüge von der Wiederherstellung der Gerechtigkeit nach dem Zweiten Weltkrieg, an der das offizielle Polen immer noch festhält. Aber viele Polen auf der kommunalen Ebene sehen das heute schon anders. Aber wir sagen eben, es ist nun so und dann haben wir doch hier auch ein Heimatrecht erworben. Naja, und wenn ich sehe, meine Damen und Herren, dass es unverbesserliche Leute gibt, die sagen, die Polen müssen da alle wieder raus, wir müssen da zurück, die gibt es ja heute noch, wenn die Zahl auch immer kleiner wird, dann kann ich doch eines inneren Schmunzelns mich nicht erwehren. In Polen werden Kinder geboren. Die Bevölkerung. Und bei uns werden auch keine Kinder mehr geboren. Also was soll's. Ja, ich komme zum Ende. Meine lieben Zuhörer, ich will mal ein Resümee ziehen. Die Wende im Ostpreußen und die Wende im Osten ist gerade für die Ostpreußen, die heute leben in Ostpreußen, nicht hoch genug einzuschätzen. Warum ist das so? Tausende Ostpreußen konnten nach der Wende wieder die Heimat bereisen. Insbesondere die jungen Leute, die noch ein wenig, aber nicht mehr tief vertiefende Kenntnisse von Ostpreußen hatten, die waren jetzt im reifen Erwachsenenalter und konnten die Heimat wirklich kennenlernen. Und dann natürlich auch ihren Nachgeborenen berichten. Aber auch für die Daheimgebliebenen, die alten Ostpreußen, war es eine einzige Freude. Nun kamen die Deutschen plötzlich. Sie merken, sie waren nicht vergessen. Und sie haben doch erlebt, dass die Deutschen immer noch mit ihren Landsleuten, die in der Heimat geblieben waren, ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl hatten. Das war für die Alten, die dort geblieben waren, ein Erlebnis, was mit sehr, sehr viel Freude
verbunden war. Im Übrigen, durch diese Neuanknüpfen der Bindungen, der geistigen, der kulturellen, der emotionalen und sozialen Bindungen, die nach der Wende neu geknüpft wurden, die gab es ja, die sind ja 1945 radikal gekappt worden, durch dieses Neuknüpfen dieser Bindungen ist doch Ostpreußen, das gilt für die anderen Vertreibungsgebiete auch, sehr viel mehr wieder in das kollektive Gedächtnis der Deutschen gerückt. Wenn wir also heute von Ostpreußen sprechen, dann wissen viele Leute, was es war. Wenn das nicht passiert wäre, ich sage Ihnen, das ist meine Überzeugung, dann hätte in 10, 15 Jahren niemand mehr von Ostpreußen gesprochen. Dann wäre das graue Vorzeit gewesen, Vergangenheit, und Ostpreußen wäre also so, als ob es immer ausländisches Territorium gewesen wäre. Das ist eigentlich die Bedeutung der Wende für die Ostpreußen, unschätzbar, aber natürlich auch für die Deutschen. Es ist ja eine Ostpreußen, Schlesien, der uralte deutsche Provinzen. Und was dort aufgebaut ist, jeder Steg, jede kleine gemauerte Brücke, viele, viele Gebäude, kulturelle Bausubstanz, das haben doch die Deutschen geschaffen, vom Mittelalter an. Und das ist doch durch die Wende wieder in das Bewusstsein vieler Deutschen gekommen, was vorher nicht der Fall war. Das ist eigentlich für mich die eigentliche Bedeutung. Und ich kann Ihnen nur sagen, der heutige Zustand, der heutige territoriale Zustand, den wir in Deutschland haben, entspricht dem Zustand von 1226, dem Jahr an, in dem wir die Ostkonzession begonnen haben. Das müssen wir bedenken. Wir sind auf den Zustand, auf den territorialen Zustand von 1226 zurückgeworfen. Liebe Freunde, das ist Erbe und Auftrag. Auftrag an die nachwachsenden Generationen. Immer wieder dazu stehen. Ich glaube noch nicht, dass wir alle in einem großen Melting Pot gemeinsam aus Europa untergehen. Ich glaube noch an die Zukunft des Nationalstaates. Und man sieht ja auch, dass unsere Nachbarn durchaus an den Interessen eines Nationalstaates festhalten. Ich glaube, auch wir werden eines Tages zu der Erkenntnis kommen, dass der Nationalstaat letztlich eine von Gott geschaffene Ordnung ist. Es mag eine intensive Zusammenarbeit geben, für Europa auch eine gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik. Aber die eigentlichen Interessen eines Nationalstaates, die müssen schon von den Völkern, von den Gemeinschaften selbst wahrgenommen werden. Und dazu werden wir auch kommen. Wir sehen es ja, wie es die Griechen machen. Wir sehen es doch an den Franzosen. Glauben Sie, dass die Engländer jemals in einem gemeinsamen Pott aufgehen wollen? Niemals. Und die Polen doch erst recht nicht. Aber wir sollten auch die Zeichen der Zeit erkennen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und ohne dein Dabeisein bei unseren Landestreffen und ohne die gemeinsamen Sommerfeste in der Heimat von 92 an überhaupt nicht denkbar. 9 Deutschlandtreffen, an denen wir mit großen Gruppen teilnehmen durften, 23 Sommerfeste, wo wir mit einem Bus, mit 2 Bussen, mit 3 Bussen teilnehmen durften. Ein Geschenk des Himmels. Man kann es gar nicht hoch genug einschätzen.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Sie haben gesagt, Herr von Gottberg, dass die Politik keine Alternative zur kleinen Wiedervereinigung zugelassen hat. Nun gibt es aber doch hin und wieder Stimmen, die behaupten, dass es sehr wohl für einen kleinen Moment ein russisches Angebot, ein sowjetisches, muss ich richtigerweise sagen, gegeben habe, aus der Situation heraus damals, die finanziellen Nöte der Sowjetunion, den Niedergang der Sowjetunion, das ostpreußische Gebiet doch der Bundesrepublik anzubieten, zum Kauf anzubieten. Kann es sein, dass diese Information richtig ist? Haben Sie davon gehört? Stimmt sie? Wurde sie nicht wahrgenommen? Ich kann Ihnen ganz konkret dazu Auskunft geben. Dieses Angebot Gorbatschow an Kohl wurde zuerst im Jahre 91, es muss 91 gewesen sein, zuerst im Jahre 91 durch einen Schweizer Nachrichtendienst gebracht. Ich habe es damals sofort registriert und habe mir gedacht, die Lebenserfahrung sagt, wo Rauch ist, ist auch Feuer. Da wird wohl was dran sein. Und dann kam sehr bald die Bestätigung. Ich habe Ihnen berichtet von meinem Freund, dem Mitglied der Ostpreußischen Landesvertretung, Herbert Beister, Jahrgang 24, Mitglied der Stadtgemeinschaft Königsberg und auch Mitglied in der Ostpreußischen Landesvertretung. Und Herbert Beister hat das bestätigt. Und zwar hat ihm persönlich Gorbatschow dieses Angebot gemacht. Mit der Bitte, das an Kohl zu übermitteln. Was er gemacht hat. Und Kohl war zunächst, so hat mir Beister berichtet, er ist seit 2 Jahren verstorben, deswegen kann ich heute auch relativ ungeschützt darüber berichten. Er wollte nicht so sehr, dass darüber gesprochen wird, aber heute kann ich darüber berichten, weil er nicht mehr lebt. Er wollte wohl auch Kohl nicht desavouieren. Herbert Beister ist mit Gorbatschow zusammengekommen, weil er hoher Industriefunktionär war. Er hat eine eigene Firma, Ferrostahl, ist ja bekannt. Mit Ferrostahl hatte er ein Joint Venture begründet in Moskau und eins in Königsberg. Darauf legt er Wert, Königsberg ist seine Heimatstadt. Und im Rahmen dieser Verhandlungen, und zwar schon 89, im Rahmen dieser Verhandlungen hat ihm dann Gorbatschow dieses Angebot gemacht. In Rede standen damals 40 Milliarden D-Mark. Also im Grunde aus der, mit heutigen Maßstäben gemessen, aus der Portokasse zu bezahlen. Kohl war zunächst, so wie mir Beister berichtete, angetan. Dann hat er sich mit Genscher kurz geschlossen. Genscher hat abrupt abgelehnt und hat also auch mit dem Bruch der Koalition gedroht, falls also Kohl diesen Gedanken weiter verfolgt. Er hielt das also für völlig kontraproduktiv, er würde da nicht mitziehen. Daraufhin hat Kohl dieses Angebot fallen gelassen. Die Richtigkeit, dass es so war, Herbert Beister ist für mich ein absoluter Zeitzeuge und absolut glaubwürdig, aber merkwürdigerweise, genau 20 Jahre später, 2011 hat der Spiegel das gebracht, diese Geschichte, dass Gorbatschow den deutschen Königsberg angeboten hat. Die Summe war nicht drin. Und das hat ein hoher sowjetischer Militär hat das 20 Jahre später im Spiegel berichtet. Und 20 Jahre später kam also diese Geschichte durch den Spiegel. Insofern also einen größeren Beweis, dass die Sache tatsächlich so gelaufen ist, gibt es ja nicht. Von Genscher ist überliefert, dass er sich geäußert haben soll, ich möchte Königsberg noch nicht mal geschenkt haben. Das, daher mag wohl diese Geschenkidee da hineingekommen sein. Im Übrigen natürlich wabbern um diese, es ist ja eine Tatsache, viele Gerüchte und auch Details, Unterschiede. Aber wir wissen also heute, dass ein entsprechendes Angebot gegeben hat. Wie ernst auch immer gemeint war, das muss heute offen bleiben.